Hallöchen, Popüchen. Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Sons of the Forest. Entschuldigung, ich habe gerade einen kratzigen Hals. Der Tom, der flippt schon wieder komplett aus. Ja. Jetzt einfach mal zum Folgenstart. Tom, dreh dich rum. Seid so brav. Nee, in echt. Seid so brav. Lasst ein Abo da. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und, dann wisst ihr auch Bescheid. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder ein wunderschönes Spiel zusammenspielen, dann kriegt ihr das auch alles mit. Frag mich nur, wo haben wir die Karten hierher? Das sind doch die Karten aus den drei ersten Bunkern, wo wir waren. Wir brauchten doch so eine Karten da. Was für ein Zufall, dass wir da wirklich zuerst waren, ne? Naja, das war jetzt nicht geplant. Also das hier ja auch nicht, oder? Nö. Wo sind wir denn jetzt hier? Warte, ich mal. Oh, Schiss. Ich habe vergessen, den Hall anzumachen. Tom, hallo. Hallo. Du hast keinen Hall, das ist schade. Ja, okay. Aber es ist trotzdem geil. Ich finde den Effekt so cool. Ich gehe davon aus, wir nähern uns dem Ausgang. Tom, was rennst du schon wieder so? Was willst du denn jetzt, wenn hier der größte Dämonenschwarm der Welt kommt? Und du rennst ins Verderben. Wie gesagt, da es hier wieder berghoch geht, gehe ich davon aus, dass wir gleich wieder draußen sind. Vor allem, weil hier wieder ein Abgrund ist, wo man nicht zurückkommt. Ausnahmsweise. Ja, hast recht. Ich hasse es, wenn du recht hast. Oh, und das hat sich laut angehört. Boah, jetzt sieht man deine Rüstung richtig. Krass. Sieht ja richtig cool aus. Heftig. Darf ich dir mal mit dem Schwert auf die Birne kloppen? Danke, hat wehgetan. Ja. Aber Rüstung ist ganz, oder was? Rüstung ist ganz, mein Leben ist weniger. Da liegt ein Boot und da drüben ist eine Höhle. Boah, Alter. Hier steht ein Boot, mit dem man nichts machen kann. Da kann man sogar einfach durchlaufen. Das ist einfach wahrscheinlich noch nicht mal richtig programmiert. Und da drüben ist eine Höhle im Wasser. Also Schaden kriegt man sehr gut ab. Ich glaube, das ist keine richtige Rüstung. Ja, das sag ich ja. Also, das hat jetzt nichts geblockt, weil normalerweise, wenn ich die Fettrüstung hier anhab, dann geht erst die Rüstung weg. Ich glaube, ich ziehe dann auch lieber die Schweinerüstung an hier. Fettrüstung, Schweinerüstung. Einfach neue Wörter erfunden. Mutantenrüstung ist es, Junge. Tom, hast du Spaß gerade da hinten? Ich sehe das gerade so. Ja, hier fliegen Köpfe. Warte mal, haben wir nicht irgendwo so ein Fernglas gehabt? Kann ich noch zugucken. Ist doch schön. Fernglas? Haben wir nicht ein Fernglas gehabt? Ach nee, das ist ja neu reingekommen. Ich habe das gehabt. Ach, schade. Kelvin, der legt erstmal die Füße ins Wasser hier und chillt. Hinter dir stehen drei Leute. Nur zur Info. Einer am Baum. Und hinter dir. Dreh dich um, rechts. Oh, da hat er dir eine gegeben. Zack, hinter dir noch einer. Und zwei am Baum. Zwei am Baum, Tom. Achtung, hinter dir. Links. Puh, Alter, wie viele hast du denn da? Da sind ja drei in den Bäumen und da stehen noch vier. Ja, der ist ins Wasser gesprungen. So, da hinten rennt einer. Wenn du. Ja. Gib ihm. Jo, der war gut. So, rechts von dir am Baum ist noch einer. Der ist gerade runtergesprungen. Rechts am Baum. Und links kommt einer. Links, Achtung. Charge. Weil ich bin ein Kameradenschwein, oder? Oh, komm noch. Alter, jetzt reicht's aber. Es reicht. Ninjetto Mekko kommt zum Einsatz. Ah, aber so gut finde ich der Katana nicht. Klar. Also mit meiner Axt hau ich einmal drauf, dann ist hier Ruhe im Karton. Ja, du hast gerade mich gehauen, danke. Hab ich nicht. Zieh denen doch die Rüstung aus hier. Ja, geht, glaube ich. Alter, wie viele waren denn jetzt hier? Du hast ja ein halbes Dorf abgemetzelt. Also, nochmal, da vorne ist ein Boot, durch das man durchlaufen kann und da gegenüber ist eine Insel.
Eine Höhle. Sollen wir in die Höhle reingehen, Tom? Ja. Okay. Wenn du die Karte jetzt rauszoomst, guck mal nach rechts, Alter. Ich will ja nichts sagen. Meinst du die zwei Punkte, oder? Ja, noch zwei Punkte. Punktesse. Komm, dann lass mal darüber schwimmen. Gucken, warte, was ich da muss ist. Mir mal eben, glaube ich, neue Pfeile craften. Craft. Ich könnte dir meine geben, wenn du drüben bist. Dann kann ich dir meine Pfeile vom Kampfbogen geben. Weil ich nutze eh nicht. Ja, ich bis jetzt auch nicht. Sie sind mir irgendwie zu schade, falls sie fliegen gehen. Ah, was willst du mit dem Scheiß? Kohlefaserpfeil. Habe ich 5 Stück. Wie gesagt, ich gebe dir gerne meine. Ich glaube, ich verschieße erstmal die 3D gedruckten Pfeile. Ja, ist hier eine Höhle? Doch, da ist eine Höhle, tatsächlich. Können wir hier nicht eine Seilbahn drüber spannen? Wäre einfacher gewesen, hast du recht. Hätte ich einfach von links nach rechts schießen können. Ja, und dann... Leute, ich stelle mal hier einen Baum hin. Oh, lol. Einfach so ein Pimmel da im Berg, weißt du? Ich kriege hier einen Herzinfarkt. Ich wette, man kann mit dem Scheißding nicht schwimmen. Hier steht ein Boot. Hier ist ein Totenkopf. Ist hier ein Gegner drin? Ne. Ne, du kannst mit dem Scheißding nicht schwimmen. Hier ist aber auch nichts drin in der Höhle. Hier sind nur ein paar Kisten, Tom. Ah, Kisten sind gut. Mit Stoff und Münzen. Seile. Also Fasern, Seile, Fasern und eine Dose. Mehr ist hier nicht. Also absolut nicht lohnenswert. Hier liegt noch 5 mm Munition, 9 mm. 5 mm, ja moin. Ja, siehst du, dann muss ich ja doch schon kommen. Hier ist noch, nee, doch nicht. Außerdem wurde es da drüben wieder voll. Ja? Ja. Ich komme. Ich gehe ein bisschen Spaß haben. Kann man jetzt nicht da drüben einfach so einen Baum treffen, von hier aus? Also in den Höhlen zieht er ja direkt das Beatmungsgerät an, aber wenn du hier unter Wasser bist, dann nicht. Vielleicht haben sie es auch rausgepatcht? Was? Mit dem Beatmungsgerät? Nee, das hast du ja noch in der Tasche. Ja, aber dass er das einfach direkt anzieht, das meine ich. Ich denke mal, das ist einfach nur nicht gemacht für draußen. Noch nicht. Die haben übrigens bekannt gegeben, dass die ihre Early Access Phase nur über ein paar Monate machen wollen, also so 6 bis 8 Monate. Und danach soll das Spiel komplett released sein. Das war ja beim ersten The Forest ganz anders. Ich dachte, schmeiß mal diese Information in den Raum. Okay. Weil sie ja doch relativ interessant ist, wie ich finde. Ich könnte meine Flasche auffüllen hier, das ist gut. Also hier in den Kisten war gar nicht. Und jetzt ertrinke ich gerade. Was ist da denn? Dann habe ich doch gesagt, da war nichts drin. Und davor liegt eine Leiche mit 9 mm Muni. Na, die habe ich noch nicht gesehen irgendwie. Warte, geh mal zu da. Ja, genau. Er hat 3 Schuss, ey. Leck mich am Arsch. Jetzt wird man nicht gierig, ne? Diese Masken, was haben die denn für einen Sinn, Alter? Die kannst du benutzen, wenn da Leute sind und dann erkennen die dich nicht. Na, no, dann spiele ich jetzt mal den Unbekannten hier. Ist total boah, schwachsinnig, aber... Hä? Sieht so voll aus, als würde er ranzoomen. Tut aber nicht. Dann gehen wir jetzt zu dem ersten Punkt, ja? Okay. Nehmen wir den linkeren als erstes. Lass uns erst den linken nehmen und dann am Strand. Ich glaube, der linke sieht irgendwie gut aus. Ich will mal so, hier soll mal so ein Ulumulu kommen da. Ich will mal die Maske anziehen. Ich will mal gucken, was passiert. Ey, Tombo. Mhm. Hat Saskia jetzt eigentlich was zu essen gekriegt?
Ja, die hat sich auch noch irgendwas bestellt. Ich weiß nicht, was Okay. genau. Wir waren heute, kleine Anekdote, waren heute ohne Tom leider, bei einem Italiener, den es hier schon seit Trillionen Jahren gibt. Also wirklich Trillionen Jahre. Denn selbst als ich klein war, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre alt, bin ich da dran vorbeigelaufen als Kind, weil da war ein Kiosk, wo wir früher immer Sachen gekauft haben. Den gibt es heute nicht mehr. Und der Italiener, der war früher schon da. Und du kannst bei dem aber nicht bestellen. Also den findest du bei Pizza.de und Lieferheld und so, findest du den nicht. Und da habe ich gesagt, wenn der immer noch da ist, muss der ja eigentlich ganz gut sein. Wir sind daran vorbeispaziert. Und dann dachte ich so, hä, kann er gar nicht. Dann habe ich zu Melli gesagt, geh mal eine Karte drin holen, dann können wir ja mal gucken, was die so haben. Und dann sagte der schon, ja, wir haben eine Karte, aber bei uns kann man nicht bestellen. Können sie nur so vorbeikommen. Und er hat auch keine EC-Karte, du kannst nur bar bezahlen. Ja, und dann haben wir gesagt, dann gehen wir da morgen mal essen, probieren das mal. Und echt geil, so ein richtiger Italiener, der hat auch die ganze Zeit Italienisch gequatscht und hat mit Jule Spaß gemacht und Unsinn so gemacht, hat ihr einen Lutscher geschenkt und so. Hat sie immer Julia genannt, war ganz lustig. Wo bleibst du eigentlich? Und Spaß daran, mit der Machete hier durch den Wald zu schnetzeln. nimm mal dein Samurai-Schwert. Ja, meine ich ja. Naja, und auf jeden Fall Essen hammergeil. Also kein Wunder, dass er sich so lange hält. Und der hat auch so eine kleine Spilo hinten drin. Und der war auch proppevoll. Und da waren wir echt viele Italiener, die miteinander gequatscht haben. Oh, hier wird es aber schwer rüberzukommen, Tom. Wobei, nee, wird nicht schwer. Aber ich mach was Cooles. Einfach, weil ich es geil finde. Tom, kommst du oder was? Ja, ich nähere mich hier aus dem Urwald. Habe ich eine Furche hinter mir hergeschnitten? Ja, so ein bisschen. Ich habe was rüber gebaut. Gebaut, ja. Ja, habe ich gebaut? Klatsch. Oder was? Wäre aber nicht komisch. Jetzt habe ich die Maske nicht mehr in der Hand. Wollte doch gucken, was passiert, wenn die kommen. Alter, du hackst mir ja fast die Beine ab. Hallo, kannst du mal aufpassen oder was? Schon drei Rüstungen weg jetzt. Was? Nein, aber fast, vielleicht. Hä? So, irgendwo hier muss doch schon. Hier ist ein Weg. Lass uns den Weg lang laufen. Lass mal ein bisschen Gas geben hier. Komm. Die Folge, die geht ja schon 12 Minuten. Wo sind denn hier so Dschungelfuzzis, Alter? Gibt es hier auf der Inselhälfte keine oder was? Ich hab gerade kurz gedacht, da steht ein Wildschwein. Ich gerade auch. Das dunkle Ding, ne? Ja. Alter, ist ganz schön weit weg, muss ich sagen, ne? Es riecht so gut. Es riecht so gut, Es riecht Freunde. so gut, es riecht so gut, es riecht super Du riechst schön. so gut. Dein Schweiß, der Nektar deiner Begierde. Heiße nicht, kannst riechen, riechen, riechen. Das Lied gibt es übrigens wirklich. Das Lied gibt es übrigens wirklich. Okay. Von Sven Väth, dein Schweiß. Komm, wir dichten es um, dein Scheiß. Sackschweiß. Oh, da sind. Zieh mal die goldene, nimm mal die goldene Maske. Da sind welche. Ich möchte die mal aufziehen. Lass mal gucken, was passiert. Die Maske denn? Links. Links? Ja. Aber die haben normale Zelte. Hey, hier war doch gerade einer. Oder bin ich doof? Vielleicht bin ich auch doof. Ich glaube, ich habe das Ding als Menschen gesehen. Hm, ich glaube auch. Ich glaube auch eher, dass du doof bist. Seilrutschenseil, das ist schon mal gut. Tom, Ja. ich mag das Geräusch, das du machst, wenn du deine Schnauze hältst. Okay, da kann ich mehr von machen.
Toll, ich habe gerade gedacht, da steht einer und jetzt könnte ich dem schön meine goldene Maske zeigen und dann weiß ich nicht, was er tut. Zieht er seinen Latz aus und sagt, komm, nimm mich, mach mir Kinder. Alter, wir sind ja immer noch nicht an dem Scheißpunkt. Voll nicht, Alter, ist echt weit. Aber egal, wir kommen da noch an. Wir kommen da noch an. Bam, 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 hits from a bong. Irgendwas piept auch immer jetzt die ganze Zeit. Er geht mir richtig auf den Sack. Hörst du das, wenn du... Dann steckt die Karte weg, dann piept es nicht mehr. Boah, die ganze Zeit piep, piep. Ja, aber ich muss ja irgendwie navigieren können. Muss irgendwo wissen, wo wir hin müssen. Dort verlaufen wir uns vollkommen. Meinst du, wenn man Golfbälle hat und den Golfschläger, kann man die Gegner mit Golfbällen beschießen? Das habe ich mir auch überlegt, ab dem Moment, als wir den Golfschläger gefunden haben. Das wäre irgendwie lustig. Hier ist von jetzt auf gleich das Licht angegangen, bei dir auch? Nö. Jetzt wieder aus. Ganz Zeit, alles normal. Tom, da hinten ist irgendwas. Wo ist da hinten? Da hinten ist irgendwas. Sicher oder was meinst nee, du? Nee, da ist irgendwie eine Fahne vielleicht? Wo? Also. Hier, guck mal, da lang, da hinten. Da ist eine Fahne oder so. Das ist definitiv eine Fahne. Aber der Punkt ist hier, also bleiben wir hier. Jetzt gehe ich erst gucken, was das mit der Fahne auf sich hat. Sind wir vielleicht auf einem Golfplatz, weil hier alles so frei ist? Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht Golf? Hier ist alles so frei. Hier stehen ja keine Bäume, ist hier aus dem Golfplatz. Ja, es ist ja auch ein Golfloch. Okay. Ich weiß nicht, was da mit dem ganzen Golf hier auf hat. Ich weiß auch nicht, warum die so auf Golf stehen. Okay. Also, na gut, das war wahrscheinlich so ein Resort, so eine Insel für reiche alte Säcke. Deswegen stehen auch überall diese Golfkarts hier rum. Auf der ganzen Insel. Und das war einfach so ein Erholungsort. Hier habe ich gerade gebuddelt und habe einen Totenkopf ausgebuddelt. Hier scheint nichts zu sein. Muss ich tiefer buddeln? Kann sein, ja. Ja, irgendwas kommt hier. Hier kommt was. Aber dir auch, ne? Ah, hier. Hier ist die Klappe. Manchmal hat er keinen Bock mehr zu buddeln, ne? Macht er so super langsam. Irgendwann macht er Klöpp und dann ist die Klappe frei. Jetzt aber. Mach sie auf, Brudi. Maintenance. Alter. Maintenance C. Ach, guck mal. Pass auf. Ich so, guck mich um, ob hier Gegner sind. Scheiß Teil, ey. Okay, C. Wenn der erste A, der zweite B und dann ist der dritte jetzt dann C. Ist das der letzte dann? Macht das Sinn? Kommt jetzt hier der End? Oh nö, das ist ja schade jetzt. Das weiß ich nicht. Ich hab ja ungewollt schon was gesehen, was ich dir aber nicht erzählen werde. Tom? Ja.
Ungewollt kann man sowas nicht die sehen. Die Neugier war größer als. Der Revolver. Wo ich mich ja frage, was kommt da für eine Munition rein? 9 mm. Wäre ganz schön lahm. Ne, weil der Durchschlag ja viel größer ist als bei dem Ding. Als bei der 9 mm Pistole. Hier ist ja nichts. Was ist das für eine Butze? Da hat einer auf dem Scheißhaus einen Bohrer stehen lassen. Das war's. Mehr ist hier nicht? Das ist aber echt bitter, oder? Ein bisschen, ja. Finde das jetzt nur ich. Ein Revolver, ja toll. Hoffentlich kann er was. Die gute alte Colt Single Action Army. Ein Energy noch mit dir kriegt den, ne? Das war's, ja? Toll. Ganz toll. Den ganzen Weg für nix gemacht. Oh, da sind sie, goldene Maske. Wo seid ihr? Ihr dürft herkommen, euer Meister ist da. Das sind Vögel. Ich sehe nichts. Irgendwo rechts von mir schreit einer. Ja, da hinten. Da. Nicht töten. Ich habe die Maske auf. Ich will wissen, was passiert. Ich glaube, bei denen gar nichts, ne? Weil die sind nicht von diesem normalen Stamm. Oder? Ne, der rennt einfach nur dumm weg. Ne, ich glaube, die interessiert das nicht hier. Töte sie, ich baue ein Zelt. Ja, ist der andere Punkt. Ach, wollt schon, Scheiße. Wollt schon immer mal auf dem Golfplatz pennen. Hast du die getötet? Nee, ich habe keinen gesehen mehr, aber ist gerade einer aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber der hat auf jeden Fall keinen Kopf und ein Arm fehlt. Ich spiele hier Ringelpiez mit anfassen mit dem. So. Schlaf. Angeblich soll man jetzt beim Schlafen ja auch unterbrochen werden. Wurdest du vorher auch? Ja, aber irgendwie soll das jetzt wohl öfter passieren. Was machst du denn da? Zu Langeweile? Ja. Kuschel gerne mit dir unter so einem Ding. Speichern nicht vergessen. Und jetzt geht's zum nächsten Punkt. Ach, guck mal, wer da kommt. Da unten ist der nächste Punkt. Okay. Guten Tag, ihr beiden. Ich kann ja mal gucken, ob das der Lederanzug ist, den ich hab. Ja. Ah ja, das ist ja tatsächlich. Oh, danke schön. Das ist nett. Wo sie gerade sagt, ich muss was essen und trinken. Aber ich habe nur noch vergammeltes Fleisch. Essen wir ein paar Rahmen. Alter, wenn du Rahmen frisst, kriegst du Durst ohne Ende. Mhm. Das ist ja auch geil. Komm, krieg ich mir einen Durst davon. Wenn ich Rahmen gegessen habe, will ich gar nichts mehr. Dann bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Meine Trinkflasche ist leer. Warum ist die leer? Ich habe doch gar nicht getrunken. Toll. Muss ich jetzt einen Energy trinken? Kommt hier irgendwo ein See? Ja, guck mal direkt hier vorne. Einmal schnell die Trinkflasche auffüllen. Die jetzt hier nicht dranhängt, obwohl die da dranhängen sollte. Ha! Geht's dir gut? Alter.
Ja. Die Uschi hat geschossen. War denn jetzt was an der Fahne? Nö. Oh oh, Tom. Oh. Es ist wieder soweit. Mein Körper entlädt sich. So kann ich hier nichts trinken. So. Da müssen wir lang. Auf geht's, Kamerad. Dann haben wir ja bald keine Punkte mehr, ne? Weil das ist doch der Strand mit dem Taucheranzug. Also ist das hier erstmal der letzte Punkt, den ich jetzt so wüsste. Der. Alle anderen Punkte dürften wir haben jetzt. Ich sprinte durch den Wald. Man nennt mich auch Tarzan. Ich dachte, es geht runter. Hier geht's hoch. Müssen wir hoch? Ne, wir müssen runter, oder? Das ist eine Klippe nach oben. Ach, scheiße. Aber hier kann man sich hochbacken. Also man kommt hier hoch, Tom. Ja, ich komm. Muss nur hartnäckig genug bleiben. Nee, es geht doch runter. Du brauchst nicht hier hoch. Wir müssen uns runterbacken. Ist viel wichtiger. Komm her jetzt, du Ficker. Alter, wie viele sind denn schon wieder hier? Oh, was haben wir denn da? Was hast du gefunden? Verrat ich hier nicht. Wenn da Loot ist, krieg ich ihn zuerst. Schnell. Ne, nur eine Bruchbude. Aber das erste richtige Häuschen, was man hier so findet. Gibt's ja gar nichts. Ne, hier gibt's wirklich nichts. Hier gibt's eine Hake, die hätte ich schon mitgenommen einfach. Ne, hier ist nichts. Schade, da wird bestimmt was reingepatcht noch. Sind wir bald da? Hier sind irgendwie ganz komische Bäume. Oh, du hast einfach abgehackert. Okay. Weißt du, der merkwürdigste Baum auf diesem Planeten, ne? Und er knallt ihn einfach weg. Der hat einfach keine Furcht, der Mann. Das hätte jetzt ein super besonderer Baum sein können. Damit bauen wir die härtesten Pfeile der Welt. Ja, ist ein super besonderen Baum. Hier ist noch so ein Teil. Da muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Und die gehen mit einem Mal weg. Ja, weil es Ramsch ist. Ramsch. Boah, lass uns eine Band aufmachen und lass sie uns Rammstein nennen. Was hältst du davon? Rammstein.
Du hast mich. Du hast mich. Da unten ist ein Pier. Ein was? Hier ist ein Bunker und da ist ein Pier, ein Steg. Sollen wir erst zum Pier oder zum Bunker? Ja, lass mal erst da hinten hingehen. Ich denke mal, Bunker könnte wieder eine längere Geschichte sein. Da sind zwei sogar. Und Golfautos. Rechts sind auch noch Golfautos. Ja. Wer fährt denn auch mit dem Golfauto über den Sand? Wie weit soll er denn kommen? Wäre ja mal lustig, einen zu finden, der noch fährt. Das wäre geil, ne? Und dann über die Insel rasen, Junge. Jackass-mäßig. Hier ist eine Kiste hinten drauf. Nächste Mod kommt bestimmt. Hier sind Kisten hinten auf den Dingern drauf, Tom. Oh, auf dem Steg ist aber auch was drauf. Möwen! Oh nein, Fleisch! Fleisch, bleibt alle hier. Ich töte euch. Wie traurig, ich habe eine einzige erwischt. Naja. Du wirst mein Mittagessen. Mistvieh. Ich bin ins Wasser gefallen. So, jetzt nehme ich gleich das Katana und dann schnibbel ich die ganzen Möwen weg, die da drauf sind. Dann braten wir uns erstmal ein Steak. Na toll, hier ist natürlich nur eine Möwe drauf, ne? Dem anderen kam mir 20 entgegen. Die habe ich auf jeden Fall. Die eine habe ich. Aber die ist ins Wasser gefallen. Oh, nix kann ich, ey. Nix kann ich. Die habe ich. Fleisch. Da ist noch eine. Ja, Mann. Lecker Fleisch. Da ist noch eine. Die schnapp ich mir. Habe ich auch noch. Guck mal, hier können wir direkt 3-4 Fleisch braten. Oh, du bist nicht gekommen. Ich habe dich schon gelootet. Du hast zu lange gebraucht. Ist egal, hier ist noch eine. Machst du ein Lagerfeuer? Kann ich machen, ja. Machst du Feuerholz? Toll. Weißt du, wo der nächste Baum ist, Junge? Passt nichts mehr drauf. Vielleicht muss man das nur am Laufen halten. Kann man aber nicht mehr. Vorher konnte man da noch drauf zugreifen. Ich glaube, für eine Runde Fleisch grillen sollte, das reicht, oder? Ich denke auch. Hoffe ich. Angeblich soll es ja nicht mehr so lange halten. Hast du kein Fleisch mehr? Nö, ich meine, hier fliegt zwar Neues rum schon, aber ich hab genug. Dann lass uns mal da oben zu dem komischen Bunker-Ding oder was das war. Das sah aus wie ein Bunker. Ich hab 5 9mm Munition zum Nachladen.
Hab ich Bier? Es ist tatsächlich ein 9mm Revolver. Hab ich doch gesagt. Wie lahm. Auch 9mm Revolver knallen, mein Freund. Ein Revolver ist ein Revolver. Der macht Bums. Auch nicht mehr als eine 9mm Pistole. Jawohl. Nein, der Lauf ist länger, aber... Kelvin, erstens hat den längeren Lauf. Zweitens ist der... Wie heißt denn der Schlag? Nicht Durchschlag. Der Aufschlag ist höher. Das ist Schwachsinn. Warum ist das Schwachsinn? Weil das an dem Munitionstypen liegt und nicht an der abgefeuerten Waffe. Der Munitionstyp ändert nur den Durchschlag. Aber der Aufschlag erhöht die Geschwindigkeit und dadurch auch den Wumms. Welcher Aufschlag denn? Von dem Kolben. Nein. Doch. So funktioniert eine Waffe nicht. Natürlich. Du hast hinten einen Kolben. Ja, aber der schießt ja nicht die Kugel nach vorne. Aber der macht, dass das Zeug explodiert. Auch nicht. Der zündet nur das Zündkäppchen. Und das ist egal, wie groß der Kolben ist, der hinten auf das Käppchen haut. Ausschlaggebend ist wirklich nur die Ladung, die in der Patrone ist und die Länge des Laufs. Das dürft ihr gerne mal in den Kommentaren erläutern, was ihr dazu sagt. Fragst du jemanden, der gefühlt 15 Mal am Tag irgendwelche Waffen-YouTube-Dinger guckt? Ich schwöre dir, dass das nicht nur an der Munition liegt. Ja, Munition und Lauf. Warte mal, warte mal, ne. Popo Lauf. Also hier ist Wasser, aber zum Glück geht's hier nicht weiter. Ach, oh, schon wieder so ein Ding. Hier ist ein Koffer. Aber der ist leer. Aber die kann man öffnen hier, die Dinger. Oh. War nur Rammstein. Ne, hier war auch Essen drin. Und Medizin. Haben wir noch mehr hier? Sind hier keine offenen Türen? Das ist ja schon ein bisschen gruselig, oder? Was denn? Ne, hätten sie besser machen müssen. Hätte der Raum dunkel sein müssen für. Aber warum? Bis auf mit dem Ding Fußball spielen, mehr kannst du damit auch nicht machen. Okay. Blutpfützen vor offenen Türen heißt nie was Gutes. Dann gehst du jetzt vor. Immer diese Auswahlmöglichkeiten. Wir gehen rechts rum. Okay, du willst links. Keine Ahnung. Das sieht aus, als wäre es hier richtig. Lass mal da lang gehen erst. Hier geht's aber auch nicht weiter. Doch, hier geht's auch noch weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier ist nur ein Raum. Und der ist offen. Ist da was? Komisch, ein Aufzug oder so, glaube ich. Nee, was ist das? Ein kaputter Spiegel. Ich glaube, das. Hier stehen Ballettschuhe. Ich glaube, das soll ein Tanzzimmer sein. Von irgendeinem Kind. Oh, hier kann man speichern. Funktioniert der Spiegel bei dir? Nö. Bei mir ist der richtig kaputt. Guck mal. Oder ist kaputt? Nee, ist bei dir auch so. Am Flackern. Da, guck mal, wenn ich jetzt da oben hingucke. Guck mal, bei dir sieht das richtig aus. Guck mal, bei mir. Oh, ja. Aber woran liegt das? Weiß ich nicht. Was ein Scheiß. Mehr ist hier nicht. Kann nicht sein. Kannst du mal Ballett für mich tanzen? Nee. Ach, du bist aber auch ein Spießer, ey. Was haben wir jetzt hier? Nichts. Also hier in den Ecken und Ritzen ist überall nichts. Man kann hier nur die Tür weiterlaufen.
Was sind hier die Bilder? Die müssen irgendeinen Sinn haben. Die habe ich nicht betrachtet. Du bist aber auch echt ein Banause, was sowas angeht, ne? Auf jedem Bild ist ein goldener Würfel, Tom. Und irgendwie sind das so komische andere Welten, habe ich das Gefühl. Hier hinter geht's noch weiter. Ja, hier. Ich habe noch ein Buch gefunden. Toll. Geh mal hier lang. Blewitz. Sag doch, da in der Ecke gibt's nichts. Einfach eine Sackgasse. Aber Hauptsache Blut führt dahin. Ein Buch, ja. Das Bild hier ist Rescue. Eric LeBlanc, das ist der Vater. Eric hat man gespielt. Eric hat Tim gerettet. Da, A terrifying true story of survival in the wilderness. Rescued. Eric LeBlanc. Flintenlaufgeschirr. Der. Eine Schrotflinte. Der Fernseher sieht geil aus hier, Tom. Der Bildschirmschoner. Ich glaube, das hier ist die richtige Schrotflinte, also die, wo man die Flintenlaufgeschosse für braucht. Richtige Schrotflinte? Ja. Wo denn? Auf dem Tresen. Ne, ist die gleiche Schrotflinte, er schmeißt sie bei mir weg. Ja? Leider ja. Ja, ich hab nur keinen Schrotflinten. Boah, Alter. Ich hab nur keinen Schrotflinten auf. Kombinieren. Könnte ich mich dran gewöhnen hier, ne, Tom? So ein Fernseher als... Wäre schon nice. Jo. Was ist das denn für eine Riesenbude hier, Alter? Können wir schon wieder speichern? Jetzt habe ich einmal geschossen. Alter, das ist heftig, ey. Riesen Curved-Fernseher hier, ey. Hier liegt schon wieder ein Zettel. Crosses, Burns, Demons. Ah, guck mal. Das ist wie beim Bogen. Wenn du mit der Schrotflinte auf den Boden guckst, kannst du den Munitionstyp wechseln. Wie denn? Ah. Du musst einfach auf den Boden gucken? Auf Flintenlaufgeschoss wechseln. Kann ich nicht. Flintenlaufgeschoss 55. Wie hast du das denn gemacht? So. Er schießt einfach. Ja, ich kann wieder nichts machen hier. Ich kann auch nichts wechseln. Packst du vielleicht gerade ab? Läufst du rum? Nein, ich stehe hier. Kannst du mich sehen? Ja. Ich kann auch nicht mehr wechseln. Tom, du hast das Spiel geschrottet. Es geht kein I, gar nichts mehr. Und wann haben wir zuletzt gespeichert? Bei dem Bett. Geh mal bitte eben hier hin, guck mal, ob du hier an dem Bett speichern kannst, weil ich habe hier gerade gespeichert. Ne, geht auch nicht mehr. So beenden wir jetzt die Folge und laden einmal neu und dann geht's weiter. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Ihr kennt das Ganze. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Die Bugs sind leider etwas nervig, denn das ist jetzt das Öfteren schon passiert. Aber bei mir im Singleplayer nicht, nur im Multiplayer bis jetzt. Müssen wir mit leben. Denk dran, bis zum nächsten Mal. Ciao.